40 Jahre Golfclub Gato e.V. Zum 40. Geburtstag des Berliner Golfclubs Gato sprachen der Präsident, Herr Dieter Wegwerß, und der Ehrenpräsident, Bernhard Neumann. Der Bürgermeister von Spandau, Konrad Birkholz, übermittelte beste Grüße aus dem Rathaus. Frau Bauck überreichte dem Ehrenpräsident ein Präsent für seine Aktivitäten für den Golfclub. Herr Wegwerth, 40 Jahre Gato sind ja eine relativ lange Zeit, wenn man mal in Berliner Verhältnissen denkt. Es fehlt immer ein Wort, wenn man von diesem Club spricht, und zwar the Spirit of Gato. Könnten Sie vielleicht uns mal erklären, was das zu bedeuten hat? Naja, das Wort Spirit sagt es eigentlich schon. Das sind unsere englischen Wurzeln, die diesen Geist des Berliner Golfclubs Gato beeinflussen. Und ich selbst habe 14 Jahre in England gelebt und weiß aus dem Clubleben dort die Offenheit, die Freundlichkeit, das Aufeinanderzugehen und vor allen Dingen auch das Anpacken. Also es gibt, soweit ich weiß, keinen anderen Club, der seine Mitglieder inklusive Mannschaftsmitglieder bis zum Vorstand im Winter dafür begeistern kann, im Wald aufzuräumen, um unsere Greenkeeper unter der Leitung unserer Greenkeeper, um den Platz in Ordnung zu bringen und zu erhalten. Herr Wegwerth, welche Jubiläen werden eigentlich diesmal gefeiert? Ja, eigentlich ist dieses Jahr der Jahresempfang, wo wir unsere Mitglieder einladen, um Dankeschön zu sagen. Aber in diesem Jahr fällt er eben zusammen mit im Prinzip drei Jubiläen, nämlich das 40-jährige Bestehen dieser Golfanlage, von den Engländern 1969 gegründet, das 15-jährige Jubiläum der Übergabe durch die Engländer an uns des Platzes und das 10-jährige Jubiläum des Erwerbs sowohl des Platzes als auch des Clubhauses. Wir hätten auch 2010 feiern können, dann ist der Berliner Golfclub Gato als Club 20 Jahre alt, aber das kann man ja immer noch tun. Wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen. Wie sind die Visionen, die in nächster Zeit anstehen und vielleicht irgendwann verwirklicht werden sollen? Ja, wir möchten natürlich noch viele Nicht-Golfer für diesen Sport begeistern. Und hierzu wäre es wunderbar, wenn man einen Übungsplatz zusätzlich zu dieser Anlage hätte, auf den Beginner, ohne gleich Clubmitglieder werden zu müssen, üben könnten, den sie als Übungsplatz und auch für unsere Jugend benutzen könnten, vielleicht auch mal als Ausweichplatz. Aber hierzu fehlt uns im Augenblick der Platz. Und es fehlt uns auch das Geld dazu. Aber man kann ja Visionen haben und wir werden daran arbeiten. Und jetzt kriegt es nicht mehr auf. So wie es wirklich früher mal ausgesehen hat. Das ist übrigens eine Luftaufnahme von der Royal Air Force 1943 von Garten. Habe ich vom Luftwaffenmuseum bekommen. Herr Neumann, als Ehrenpräsident sind Sie eigentlich eher im Unruhestand, denn im Ruhestand. Sie haben jetzt gerade eine sehr schöne Fotoausstellung initiiert. Vielleicht könnten Sie uns etwas darüber erzählen. Ja gut, wenn man so eng mit dem Golfclub hier verbunden ist, dann ist man eigentlich immer im Unruhestand und insofern macht das ja auch sehr viel Spaß. Also wir haben das 40-jährige Jubiläum des Golfclubs hier zu feiern und wir haben uns gedacht, wir sollten mal dokumentieren, was für eine wechselvolle Geschichte dieser Golfclub hier hinter sich hat, denn es gibt wahrscheinlich kaum einen Sportverein, der solch Auf und Ab, solch Hoffen und Bangen in diesen 40 Jahren mitgemacht hat. Herr Neumann, wer kann sich das denn alles ansehen? Na, wir haben uns gedacht, diese Fotoausstellung ist sicherlich für viele Leute interessant, zum einen für unsere Mitglieder, gerade für die neuen Mitglieder, die in den letzten Jahren dazugestoßen sind, aber auch viele andere, Gladower, Gator, Gliniker, Spandauer, wem auch immer dieses Thema interessiert. Jeder ist herzlich eingeladen, hier bei uns im Golfclub diese Fotoausstellung sich anzusehen. Sie wird bis 6. Juli hier öffentlich sein, ohne Eintritt. Zugang ist über den Spanecker Weg. Kommen Sie, Sie sind herzlich eingeladen.